So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Phasmophobia-Challenge. Diesmal mit der Finny alleine. Wir sind also zu zweit. Ah, da bist du ja. Juhu. Guck mal, das sieht so leer aus. Ja, aber wir haben alles, was wir brauchen für einen No-Evidence-Run, ne? Yes! Achso, ne, warte, du hast sowieso... Ja gut, wir dürfen sie ja benutzen. Kriegen uns nur eventuell nichts. Wir kriegen halt keinen EMF-5 oder so. Wir finden halt raus, wo was ist. Können es auch fotografieren, genau. Und so. Wir haben also heute... Der Geist hinterlässt heute keine Beweise. Wir müssen also alles anhand der Sekundär-Abilities rausfinden. Spielen extra auf einer kleinen Map, haben normal Taschenlampen und so weiter. Wenn wir es aber schaffen, kriegen wir die 7-fache Belohnung. Geil. So. Was soll man dann machen? Verwende das Kruzifix. Während der Hand entkommen. Das können wir ja machen. Das ist schon machbar. Geister-Event. Ja, das geht schon. So, gucken wir doch mal. Ich bin ja gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Dito. Ich suche erstmal einen Breaker. Ja. Okay. Oh, ich hab den Knochen. Cool. Der liegt hier vorm Sofa. Nicht, dass man drüber stolpert. Okay, gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh. Wir haben den Spiegel. So, an sich ist der Schwierigkeitsgrad genauso wie auf Profi, wie wir es immer spielen, mit verlängerter Jagd und so weiter. Keine Hide-and-Spots in der Garage. Okay, also hast du gehört, Hand wird weiter verlängert, aber wir haben halt keine Beweise. Sonst ist der Schwierigkeitsgrad genau gleich wie immer. Okay. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Aha! Oh, hier. Check mal, ob es hier im Gang ist. Bist du da? Gib. Aha, ja, warte mal, hier irgendwo. Hä? Vielleicht das Bild. Auch hier drin. Hier ist Bild am Boden. Okay. 4 Grad. 5 Grad. Ich geh mal. Oh, 0,2. Okay, der Hiding-Spot hier ist eh nicht da. Oh, der ist auch nicht da. Ihh, ist das nicht so ekelhaft. Ja, also er ist hier in einem blauen Zimmer. Okay. Sehr schlecht. Ja, aber wir haben im Kinderzimmer ist ja einer. Hier im Hauptgang ist einer. Okay, dann machen wir doch direkt. Okay. Überblick. Okay. Oh, guck mal, kein Gin schon mal. Okay, kein Gin. Ich geh mal eben unten ausmachen. Anmachen. Ja. Im Keller ist ein Hiding Spot. Okidoki. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Huch. Bist du hier? Okay, Salz hast du noch nicht ausgestreut? Nee, hey, kann ich ja mal machen, ne? Ich hol noch einen Bewegungssensor. Ach so, ja. Ja. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Natürlich müssen wir jetzt gucken, dass wir den Geist irgendwie triggern, damit der auch Sachen macht. Der wird keine Fingerabdrücke hinterlassen, alles kein Problem. Aber es geht auch darum, wie aktiv ist der Geist, was macht er so, all solche Sachen. Da. So, ne, warte mal. Hier. An den Türrahmen und dann machen wir hier. Yes. Und dann holen wir das EMF raus. Und schmeißen hier noch ein Kruzifix in den Gang. Und dann ist das fein. Viel wird sich auch mit dem Hand zeigen. Viel wird sich mit dem Hand auch zeigen. Ja. Aber den haben wir erstmal noch nicht. Müssen die sofort einen Hand triggern. Richtig. Wir sammeln jetzt Informationen, solange wir können, bis ein Hand kommt. Beim Hand hören wir genau hin, achten auf alles.
Und können dann hoffentlich den Rest outrulen. Gib mir ein Zeichen. Also er toucht schon. Also Poltergeist würde ich jetzt nicht sagen. Na, für einen Poltergeist ist er echt viel zu ruhig eigentlich. Und auch für einen Oni. Ja. Ich klatsch trotzdem mal hier so ein bisschen Schnickschnack noch rein. Ja, mach das ruhig. Sicher zu gehen. Gib mir ein Zeichen. Dankeschön. So, Fotos sind alle fertig. Und alle drei Sterne, noch viel schöner. So. Den Knochen haben wir auch. Er ist durch Salz gelaufen. Aha. Okay. Kein Wraith. Spinnst es also raus? Ja. Das wäre ein bisschen zu einfach gewesen für unsere erste Runde. Ich gehe mal kurz raus, bin sofort wieder da. Oh, meine Sanity ist mittlerweile bei 40, deine noch bei 70. Spannend. Da denke ich automatisch an die Yurei. Und die hat ja auch viele Türen angetatscht. Das könnte passen. Außerdem sehe ich hier gerade auf dem Board auch sehr stufige Aufstiege. Na gut. Smudge Stick. Oh. Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht Zwillinge in Frage kommen. Mhm. Nehmen wir die Smudge Sticks alle rein. Die brauchen wir eh nicht hier draußen. Warum? Ja, ich mach mal einen Onryo-Test. Klatscht schon viele Türen. Ich gehe nochmal raus. Vielleicht ist ja die Sanity gerade gesunken. Ich guck mal nach. Ah, nicht nennenswert. Du bist bei 80, ich bin 50. Alles okay. Ja, das passt so erstmal ganz gut. Den Rest können wir erstmal hier brauchen. Ich glaube aber nicht, dass ein Onryo ist. Er hätte schon längst mit der Kerze interagiert. Für einen Dämon ist ruhig. Ja, ein Dämon hätte schon längst gehandelt. Auch, für Poltergeist auch. Thay würde ich auch ausschließen. Thay? Er wäre auch viel aktiver. Ja, da sehen wir sowieso, ob Thay oder Deogen, Moroi, sehen wir auf jeden Fall beim Hand. Ja. Obake, Raiju kriegen wir natürlich hin. Oh, eine Kerze ausgelassen. Direkt wieder anzünden. Ist so eine Kerze weggenommen? Oh ne, der ist die zweite. Okay. Komm, einmal noch. Lass die Kerze aus, komm. Da hinten. Keine Twins, würde ich sagen. Wir haben so gar keine Twin-Interactions. Das sieht zwar auf dem Board so aus, aber halt irgendwie hört sich nicht so an. Ja. Jura ist, glaube ich, immer noch am wahrscheinlichsten. Hat er den Raum gewechselt vielleicht? Warte mal. 3 Grad sind hier. 4. Guck mal hier drüben. 14 Grad. Normale paranormalen 12. Geräusche. 17 Grad. Mal hier rüber. 7 Grad. Ich glaube, das ist noch hier. Okay, dann sollten wir Goyo ausschließen können, weil der bleibt eigentlich fast immer in seinem Raum. Roamt fast gar nicht. Ja, der Onryo würde ich jetzt auch ausschließen. Der macht halt mit der Kerze hier gar nichts. Ja.
Phantom würde sich. Banshee auch nicht. Ich hole noch eine Kamera, falls ein Phantom kommt. Gerade ist auch tatsächlich das Board auf 0. Wir haben 60% Sanity zusammen. Flat on Shade, man weiß es nicht. Ja, auf keinen Fall eine Banshee, die hat uns schon längst angesungen. Ja. Oh, eine Kerze. Zwei Kerzen ausgeblasen. Drei. Hat das Kruzifix angeknabbert? Nee, gar nicht. Gar nicht. EMF liegt auch da, wenn wir es auch hören, wenn das anknabbert. Ich würde das andere Kruzifix mal an, EMF mal an das andere Kruzifix legen, dann wären wir vorgewarnt. Mhm. Wir haben sowieso 3 Sekunden Schonfrist. Gut. Ah, der hier im Gang ist da, okay. Bei Ling hören wir beim Handen. Ich mach mal den Breaker wieder an. Jo. Der Hantu macht doch eigentlich auch den Breaker nicht so aus, ne? Der Hantu macht ihn vermehrt aus, tatsächlich. Ach, ich meine nicht den Hantu, ich meine was anderes. War doch noch einer, der nicht so gut nie ausmacht. Der Jin macht ihn halt gar nicht aus. Genau. Ne, Mare macht lieber das Licht aus. Ein Kerzchen ausgeblasen, sehr schön. Noch eins, sehr schön. Komm, blas nochmal. Mag das doch so gern. Nee, Onryo mittlerweile auf keinen Fall, der ist schon so oft eine Kerze ausgeblasen. Ja. Kannst du nochmal? Der ist noch hier, der hat ausgeblasen. 3, 4. Nee, der bläst oft aus, aber er frisst nicht. Aber der Geist darum ist nicht mehr hier. Bist du sicher? Ja. Hä? Guck, ist er hier? Jetzt habe ich 1,4 Grad. Jetzt 16. Ist er hier im Gang jetzt? Der roamt vielleicht einfach nur. 5 Grad? 6 Grad? 4 Grad? 0,5. Er ist jetzt im Gang. Aber das ist ja okay. Ja. Viel werden wir jetzt beim Hand gleich aufpassen müssen. Ist vielleicht die Frage, ob wir sogar einen Hand selber triggern, bevor jetzt die Kruzifixe anfangen zu knabbern. Kann man machen. Dann gehen wir in die Küche für, würde ich sagen. Okay. Weil dann können wir besser hören, ob der Abby rennt oder so, weißt du? Falls ein Deogen ist zum Beispiel. Ich kann auch trotzdem. Oh, ich kann trotzdem ein Foto von dem machen, wenn es Phantom ist, verschwindet der. Ja. Und ich werde gleich in den Keller-Hiding-Spot laufen. Mhm. Moment, ich mach mal eben hier Lichter an für unten. Oh, er ist im Flur. Ja. Ich weiß ja nicht. So ein komischer Geist. Es ist kein Yokai. Korrekt. Ich bin deswegen raus, hab gesmatscht. Okay. Ich muss erstmal raus und pillen. Lass uns mal. Ja, genau. Wir gehen mal raus. Kein Remnant. Kein Remnant.
Genau, pass auf, kein Thay, kein Thay, kein Revenant, keine Mai Ling, genau, kein Yokai, kein Phantom. Kein Phantom? Kein Deogen. Ich glaube auch kein Moroi. Unsere gemeinsame Sanity müsste tief genug sein, dass man es gemerkt hätte. Ja, der wäre schon schneller. Ja, ja. Schwer zu sagen, weil wir hatten in dem Bereich überhaupt keine Elektronik rumliegen. Ja, das können wir gleich testen. Das wäre der nächste Test. Vielleicht sollte ich jetzt auch gar keine Pillen essen, sondern sonst, wir brauchen ja noch eine Hand. Warte mal. Hier, dann, der Hand hat hier geendet. Dann nämlich die fast eine Minute. Geisterbox und Dots können wir doch da aufstellen, würde ich sagen. Muss mal pillen. Echt, warum? Warum nicht? Wir brauchen noch mehr Hands. Wenn ich jetzt Pillen esse, dann huntet er erstmal nicht. Macht Sinn. Okay. Also ich würde jetzt gleich erstmal ein bisschen Elektronik in Gang legen und zu gucken, ob er da schneller wird. Yes. Lass mal hier meinen Scheiß liegen und schnapp mal einfach mal so viel Elektronik, wie ich kann. Waren in der Garage Hiding Spots? Nein. Heißt, wir haben nur den Keller, das Kinderzimmer und im Gang. Das ist ja ekelhaft. Ja. Okay, der ganze Gang ist jetzt voll mit Elektronik, das reicht. Okay. Wenn er huntet, werden wir das sofort hören, wenn es ein Raiju ist. Ja. Huntu glaube ich eigentlich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Dafür war er zu langsam, aber der Breaker war auch an. Ja, gut, das ließe sich ja noch testen. Genau, das können wir als nächstes testen. Jetzt erstmal eins am anderen. Jetzt lassen wir erstmal den. Raiju. Genau. Er hat gar keine Events gemacht. Ja, das wird jetzt lustig, noch Events zu kriegen. Aber nur haben noch Pillen. Die können wir am Ende noch nehmen. Ja, eben. So, okay. Ich schnapp mir gleich einen Smudge und mach erstmal die Lichter wieder an. Ja, alles klar. Ich habe auch einen Smudge, aber den benutze ich nur im Notfall, weil so viele haben wir nicht mehr. Der Breaker ist wieder aus. Breaker ist aus. Okay, ich musste smatschen. Der hat 3-4 Mal den Schrank bei mir aufgemacht. Oh. Alles klar. Kein Huntu. Kein Huntu und auch kein Raiju. Korrekt. Der Obake hat einen Hauch- und Hunting-Test. Der Obaka hat ja auch einen Hunting-Test. Ja, aber den musst du die ganze Zeit verfolgen. Wir haben jetzt nur noch Spirit, Mare, Obake und Mimic und Shade offen. Richtig. Shade. Shade können wir testen. Du frisst eine Pille. Oder zwei, müssen wir gleich mal gucken. Nimm mal eine. Muss noch eine nehmen. Ja, noch eine. Und wenn es dann ein Hand triggert, dann ist es kein Shade. Genau.
Dann gehen wir jetzt rein. Ja. Und ärgern den Geist. Yes. Hat er Licht angemacht? Nee, ich war das. Ich habe überall ein bisschen Licht angemacht. Um zu testen, ob's. Hallo? Okay. Mach mal die Tür wieder auf hier. Jetzt könnte aber meine Sanity unten sein. Ja, gehen wir mal gucken. Ab 35 geht er, ne? Naja, ab 40. Ja, okay. Jetzt haben wir 60, 50. Ja, das ist okay, das ist okay. Ja. Normaler Geist ist ja 0 bis 50. Ja, aber ein Geister-Event vom Shade ist auch schon selten, also glaube ich eigentlich nicht. Ja. Diesen Scheiß, hier möchte ich mich eigentlich nicht nochmal drin verstecken. Das war nur, um zu hören, ob es ein Handtuch ist, ey. Glaube ich lieber runter. Ja. War das? Hier hinten. Aber der macht ja auch keine Lichter aus, also pff. Nur durch das Event jetzt das eine Mal. Okay. Gib uns ein Zeichen. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Dings ist, Mare. Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Ja, hier kein ist Shade, hat... keine Mare. Hier also ist auch... Spirit... Yurei, Mimik oder Obake? Ja, Yurei. Spirit wäre natürlich nichts Ungewöhnliches sozusagen, ne? Doch, wenn wir den swatchen, dann kann er eine ganze Weile nicht hunten. Aber du weißt halt nie, entscheidet er sich jetzt gerade dazu, nicht zu hunten oder kann er es nicht? Ja, ist richtig. Deshalb finde ich das schwierig. Das ist eher so vielleicht unser letzter Test, den wir machen sollten. Mimik würde ich dann ausschließen, wenn er zu konsistent ist in seinem Verhalten. Ja, wenn er jetzt zum Beispiel im nächsten Hand irgendwie rennt wie ein Gestörten oder so. Dann wäre es ein Mimik, ja. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Bist du da? Maximal wenig Hiding-Spots bei so einer Runde, ne? Ja. Lass uns noch mal kurz rausgehen. Sanity checken. Okay, wir sind jetzt bei... Ah, immer noch 60%. Ja gut, wir waren die ganze Zeit im Licht, ne? Ja, dann der Drain hat nicht so hart. Aber der rennt auch immer noch da im Flur irgendwo rum. Ich würde auch vielleicht das Kruzifix aus dem Schlafzimmer in den Flur legen noch. Aha. Wow. Wieder der Breaker. Okay. Kümmere mich drum. So. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Das ist ganz schön spannend, ey. Ist eine ziemlich intensive erste Runde, würde ich sagen. Wir können natürlich einfach mal überall. Wir können natürlich einfach mal überall Licht ausmachen. Jo. Und sehen, ob es einschaltet. Da können wir auch die Mara outholen. Genau, aber Keller würde ich lassen. Keller lassen wir. Fluchtroute ist. Ja, ja. Dann sieht man noch im Notfall ohne Taschenlampe dahin. Gib uns ein Zeichen. Gut, kein Shade. Das zweite Event mittlerweile. Und kein Oni. Kein Oni ist auch der Beweis, ja. Ich glaube, der ist mittlerweile hier im Schlafzimmer, kann das sein? Der wirft da so viel rum. Wirklich. 11 Grad. 13 Grad. Ne, 19, hier ist er nicht. Dann vielleicht im Kinderzimmer. Das hört sich manchmal sehr ähnlich an, finde ich.
Gib uns ein Zeichen. Schalte das Licht ein. Ja, er hat den Null Grad. Null Grad hier drin. Und ist, ja, passt. Einmal aufmachen, das wird hören. Kruzifix mal richtig hinlegen hier. So, mein Freund, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Aber von da kam er jetzt auch, ne? Ja, von hier kam er. Bist du hier? Check meine Sanity. Die ist jetzt gerade auf 38 gefallen, jetzt 34. Also ich glaube nicht, dass es ein Shade ist. Die wird durch den Hand gefallen sein. Okay. Das ist jetzt natürlich schwierig mit Obake. Andererseits erscheint er mir auch nicht besonders schnell, ne? Also, Nee. Nicht besonders schnell, ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, ob er seinen Shape verändert. Wir müssten ihn loopen, aber das ist gefährlich. Oder kommt er? Ich geh mal runter. Jo. Ich würde nicht sagen, dass es ein Spirit ist, weil der hat recht zügig wieder gehuntet. Hast du gesmatcht? Hast du gesmatcht? Ha? Oh, der Breaker schon wieder ausgemacht. Letztes Mal hab ich gesmatcht, ja. Das schreit eigentlich doch nach Phantom, ne? Ja, aber der ist so gar nicht schnell. So überhaupt nicht. Ja. Lass mal rausgehen kurz. Ja. Ich hatte den eben vorher gesmatcht. Dann hat er jetzt doch relativ schnell wieder gehuntet. Also ich meine, wir hätten irgendwie normalerweise eine Minute Ruhe oder so, wenn anderthalb. Das gesmatcht ist. Anderthalb sogar. Das war es auf keinen Fall. Nee. Jetzt ist aber so, dass er echt auf den Breaker ausmacht. Das schreit nach dem Handtuch. Ja. Aber er ist nicht schnell. Überhaupt nicht. Er verhält sich nicht wie einer. Jetzt kann es natürlich sein, dass es... Der passt sich ja an die Geschwindigkeit mit der Temperatur an, aber trotzdem hat er 0 Grad um den Dreh. Also er müsste trotzdem sehr schnell sein, wenn er huntet. Wir hatten vorhin schon mal den Breaker aus und da war er trotzdem langsam. Ja, wir können den Breaker ja mal auslassen und dann gleich mal lauschen, wenn das Haus abgekühlt ist, sozusagen. Ja. Aber ich glaube nicht. Dann machen wir den Breaker aus und setzen uns direkt in den Hiding Spot. Wir hören es ja dann trotzdem. Das können wir machen. Das heißt, Obake oder Yurei. Dazu würde ich eigentlich zum Yurei tendieren. Ich auch. Weil der Obake, schwer festzustellen und er toucht so viele Türen an, dass die Chancen für einen Yurei nicht schlecht stehen. Eigentlich schon, ne? Ja gut, dann machen wir mal Folgendes. Dann gehen wir wieder rein. Wir haben jetzt keinen Smudge mehr, ne?
Okay. Die brauche ich auch nicht mehr. Noch reicht Taschenlampe. Let's go. Schon wieder aus der Break. Ich habe ihn gerade angemacht. Der ist ja lustig, ey. Schreit wirklich nach Handtuch. Kein Hantu. Im Leben nicht. Nee. Der ist viel zu langsam. Der ist ja, der ist so, der, also entweder Yurei oder Obake. Ja. Ich glaube, Ich ich würde weiß. sagen. Also ich würde eigentlich auch zu Yurei tendieren. Der Obake ohne Smudge Stick, wie sollen wir den denn loopen? Ohne dabei getötet zu werden. Ja, ich würde jetzt Yurei raten. Eine 50-50 Ja. Chance. Kurz die Fixer da angeknabbert. Lass es dir schmecken, Digga. Sehr schön. Das war die letzte Bestätigung. Hier nochmal ein Türpatschen. ja, schauen wir mal. Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber das ist aktuell das Plausibelste. Ich bin mal gespannt. Es kommt gleich irgendwas ganz anderes. So Dämon oder so, weißt du? Ja, genau. Ich bin mal gespannt. Miley? What? Nee. Ich habe schon Probleme gehabt, die zu hören beim Hand, aber Aber nicht so extrem. ich fand sie eigentlich noch relativ eindeutig Aber. hörbar, ja. Aber wir haben trotzdem 310 bekommen. Ach, durch die Dailies und die wöchentlichen hinterher. schade. Ja gut, man kann ja nicht davon ausgehen, dass es direkt beim ersten Mal klappt. Das ist richtig. Aber wären die Zuschauer drauf gekommen? Wahrscheinlich ja. Weißt du, klar. Die Ja haben nach klar, 3 Sekunden die wussten gewusst, es was von es Anfang an. ist. Die haben schon. Sofort jeder so, mein Link, Ja, easy. schon als sie das Haus betreten haben, wussten sie schon. Ja, mein Link, ganz eindeutig. Und der hat die Tür genau so angepatscht. Muss mein Link sein. Genau.